Moin Leute, der eine oder andere mag sich vielleicht wundern, ja, was hockt der Mori hier auf dem Bett, was sucht er im Hotelzimmer. Manch einer weiß es ja, ich bin Knochenmarkspender und bin entsprechend jetzt gerade in Chemnitz, denn morgen geht's los zum Knochenmarkspenden. Diejenigen, die mich länger verfolgen, wissen, ich bin seit mehr als 10 Jahren Blutspender, habe einen Organspenderausweis und bin eben auch Knochenmarkspender. Ab morgen dann. Mir ist eigentlich nur wichtig, weil viele Leute immer wieder Fragen stellen, dass ich da mal ein bisschen drauf aufmerksam mache, dass sich dann hoffentlich im Anschluss an diesem Video auch ein paar mehr Leute registrieren. Es geht halt einfach um Leben und Tod. Ja, muss man einfach so krass sagen. Wie funktioniert Knochenmarkspende? Wie kann man sich das vorstellen? Warum ist das wichtig? Es gibt nicht so viele Leute, denen man spenden kann. Sind mehr als man glaubt. Also viele sagen ja genetischer Zwilling und da gibt es dann nur einen auf der Welt und überhaupt und bla bla bla. Ja, da ist dann halt viel Halbwissen dabei, das ist Quatsch. Ihr kennt das ja vielleicht bei Blutgruppe, ist das ein gutes Beispiel. Euer Blut hat ja auch verschiedene Marker, AB, 0, positiv, negativ und es gibt natürlich auch viele weitere Faktoren. Und das gibt es bei Stammzellen eben auch. Ja, so größer die Übereinstimmung ist, desto eher ist dann auch eine Knochenmark- bzw. eine Stammzellenspende erfolgreich. Es gibt also theoretisch mehrere Menschen, die spenden können, oft zum Beispiel auch sowas wie Verwandte. Der Grund tatsächlich, warum es oft immer nur eine Person ist, es sind nur extrem wenige Menschen registriert als Knochenmarkspender. Das heißt, wenn jetzt jemand eine Stammzellenspende braucht, dann hat man halt diese Datenbank, die ist auch international. Also das heißt, theoretisch mein Knochenmark könnte oder meine Stammzellen könnten in die ganze Welt versendet werden. Warum macht man das natürlich? Desto größer oder mehr Menschen in dieser Datenbank sind, desto eher findest du halt auch wen, der dann drauf zutrifft und die Person muss halt nicht im wahrsten Sinne des Wortes elendig verrecken. Genau deswegen ist es halt wichtig, dass sich möglichst viele Menschen registrieren. Auf jeden Fall, ja, lasst euch alle registrieren, wäre es mir sehr wichtig. Das geht auch super simpel. Bei mir ist es damals halt durch die Blutspende gemacht worden, weil ich Blutspender war, gab es dann halt auch nur ein Döschen mehr quasi. Und damit war ich dann schon registriert. Ja, ihr müsst aber auch nicht Blut spenden oder so, auch wenn ihr Angst vor Nadeln habt. Wie geht's dann weiter? Lange Zeit hört man nichts und viele hören vielleicht ihr ganzes Leben nichts, sind registriert, bekommen aber nie Bescheid. Bei mir war es dann so, ich habe dann Bescheid bekommen, das war im März, dass tatsächlich jemand da ist, der auf mich passt oder umgekehrt, ich auf jemanden passe, der eine Stammzellenspende braucht. Ist natürlich krass, wenn du so einen Brief bekommst, aber das heißt noch nicht, dass du spenden musst, weil erstmal wirst du an jeder Stelle immer noch mal gefragt, willst du es wirklich machen? Das ist wie Windows, willst du es wirklich installieren, nur noch mal ein bisschen effizienter, weil die denken auch vor allem an deine Gesundheit. Das heißt, man kann auch jederzeit dann noch mal Nein sagen. Aber es hilft, wie schon gesagt, überhaupt, wenn schon mal viele registriert sind, weil wenn du dann Nein sagt, wenn alle Menschen registriert wären, wäre es gar nicht so schlimm, dann würdest du sagen Nein und dann würden die direkt zum nächsten rübergehen. Ja, auch ein weiterer Grund, lasst euch registrieren. Was dann passiert, dann musste ich nochmal Blut abnehmen. Das kann man entweder beim Hausarzt machen oder in meinem Fall hat es dann wieder gepasst, weil ich gerade wieder Blut spenden wollte. Das heißt, die müssen dann nochmal genauer testen. Das heißt, da gab es dann nochmal die Entnahme. Und dann war es auch bei mir so, das hat dann gedauert, wirklich 2 Monate. Ich habe auch schon gar nicht mehr damit gerechnet. Ich dachte so, jo, hat sich dann erledigt, kam wahrscheinlich raus, dass ich gar nicht geeignet bin. Und dann ging es jetzt super schnell. Also jetzt im Mai hatte ich tatsächlich Bescheid bekommen. Sie passen halt perfekt, also alle notwendigen Kriterien passen. Und dann kommt wieder die Frage, stehen Sie noch zur Verfügung, fragen sie dann halt immer. Das heißt, auch da kann man immer noch sagen, nie. Was dann gemacht wird, du musst nochmal zu einer Voruntersuchung. Das heißt, da war ich dann jetzt in meinem Fall vor 2 Wochen, bevor ich dieses Video aufgenommen habe, schon mal hier in Chemnitz. Chemnitz in dem Fall, weil hier das DRK-Zentrum Nordost ist. Ja, in eurem Fall müsst ihr dann vielleicht woanders hin. Wirklich ein kompletter Gesundheitscheck. Also vieles habe ich sowieso durch Blutspenden. Also da wird ja sowas wie ja, Geschlechtskrankheiten, AIDS, Syphilis, sowas getestet, aber auch Hepatitis. So ein kleiner Bluttest, den konnten sie dann auch sofort schon sagen. Dann haben wir aber nochmal einen großen Bluttest gemacht. Also ich war für einen Tag hier halt nur. Also was heißt für einen Tag? Ich musste einen Tag vorher anreisen, nüchtern sein, um dann am nächsten Tag die Untersuchung zu haben und dann auch wirklich EKG, Blut, Ultraschall, alles. Und auch da wurde ich nochmal komplett aufgeklärt und wurde nochmal gefragt, wollen Sie das wirklich machen? Also auch da hätte ich nochmal, ich hätte theoretisch hier hinfahren können ins Hotel und auch dann hätte ich ja theoretisch nochmal rausfallen können, weil ich gesundheitlich nicht geeignet gewesen wäre. Aber ich hätte auch nochmal sagen können, nee, will ich doch nicht. Weil mir wurde es halt dann natürlich nochmal genauer erklärt, müssen die auch machen. Also 2 Ärzte unabhängig voneinander müssen mich dann auch beurteilen und erklären mir das auch unabhängig voneinander. Man sagt immer so Knochenmarkspende, das heißt eigentlich Stammzellenspende. Früher hat man es so gemacht, da hat man wirklich eine Operation gemacht, wirklich Vollnarkose, ins Knochenmark rein, also in den Beckenkamm und es da entnommen.
Das ist etwas, wo viele jetzt Schiss vorhaben wahrscheinlich. Das macht man fast gar nicht mehr. Sondern es gibt jetzt so eine neuere Methode, die komplett ohne OP klarkommt. Und zwar kriegt man dann so ein Mittelchen hier. Das muss man sich vorher spritzen, sage ich gleich nochmal was zu. Man gibt sich die Spritzen, Knochenmark reichert sich in dem Blut an und dann kriegt man linker Arm, rechter Arm jeweils einen Zugang gelegt, wenn man so möchte. Dann werden da die Stammzellen abgeschöpft. Das ist im Prinzip so, wie es läuft, komplett ohne OP. Ich will euch natürlich auch nicht alles schönreden. Was halt passiert ist, dieses Mittelchen, das hat es ein bisschen in sich, ehrlich gesagt. Also ich war jetzt die letzten Tage schon ziemlich ausgenockt. Man muss sich 4 Tage vorher, also 4 Tage am Stück, dieses Mittelchen geben. Ich kann euch das mal zeigen. Das Ding kostet mal eben locker 150 Euro. Und ich muss mir, da ist eine Spritze drin. In meinem Fall, das geht halt nach Körpergewicht. Ihr merkt schon, es ist ein bisschen mehr. Ich muss mir 2 Spritzen geben. Und zwar 2 morgens, 2 abends, 4 Tage am Stück. Das heißt 16 Spritzen. Ja, eine kostet mal eben 150 Euro. Könnt ihr euch also ausrechnen, wie viel Kohle ihr quasi an Drogen eigentlich bekommt. Hat schon in sich, weil das Ding hat krasse Nebenwirkungen. Du kriegst halt mega Kopf- und Gliederschmerzen, Nackenschmerzen. Ich muss sagen, es fühlt sich einfach an. Hat vielleicht auch jeder schon mal gehabt, als hätte man einen richtig krassen Muskelkater. Bei diesem Muskelkater ist es aber so, dass er auch weh tut, selbst wenn man sich nicht bewegt. Also es war, Tag 1 merkt man es fast gar nicht, also erst am Ende. Tag 2 merkt man es dann schon, ja, so wurde es mir auch gesagt. Tag 3 ist schon richtig krass und Tag 4 ist man nur noch froh, wenn es vorbeigeht. Ich musste im Stehen essen, weil es halt wirklich weh tat. Ich merke jetzt auch gerade, wie Sitzen schmerzt. Heute habe ich aber auch mehr Schmerzmittel genommen. Also man kriegt halt Paracetamol, was anderes darf man gar nicht. Konnte auch kaum schlafen, also bin halt wirklich aufgewacht davon, bis ich mir dann noch eine Paracetamol reingeschmissen habe, dann ging es halt. Aber ganz im Ernst, so 4 Tage geht's dir halt scheiße. So, aber jeder wird mal krank, dann bist du halt 4 Tage quasi krank. Dafür kann halt jemand einfach überleben. Ja, dafür stirbt jemand nicht. Und das ist halt für mich ein Trade, den ich jederzeit eingehen würde. Ja, und was man jetzt macht, ich habe jetzt dieses Mittelchen, das ist so ein Pulver. Und das muss erstmal desinfiziert werden hier. Zack. Nachdem wir das desinfiziert haben, nehmen wir die Spritze. Ja, ihr seht schon, da ist eine Flüssigkeit drin. Stülpt das hier drauf. Wupp. Dann hat man hier so eine richtig dicke Nadel. Okay. Und das kommt dann hier rein. Und dann wird das erstmal die Flüssigkeit hier nur reingespritzt. Dafür ist die dicke Nadel da. Dass sich das hier in dem Wasser auflöst oder in dem Lösemittel. So, und jetzt muss man halt, ne, dass sich das auflöst, das geht recht schnell. Manchmal dauert es halt ein bisschen länger, habe ich rausgefunden. Manche gehen ein bisschen schneller. Und jetzt muss man es halt umdrehen, weil die Spitze nicht ganz auf den Boden reicht. Und zieht die Nadel wieder so ein bisschen raus. Aber nur ein bisschen. Und zieht die Flüssigkeit wieder mit dieser Nadel in die Spritze rein. Und dann, so, die Nadel machen wir ab. Nehmen wir jetzt die nächste Nadel. Die ist jetzt halt wesentlich dünner. Und ihr ahnt schon, was jetzt passiert. Jetzt muss erst wieder nochmal die Luft raus. Wichtig auch da, dass jetzt nicht dieser, wie ihr das aus dem Film kennt, dieser Tropfen da rauskommt. Sondern zwar nur die Luft, aber kein Tropfen, weil es halt wirklich 150 Euro jeder Tropfen, könnte ich ausrechnen, nicht nur wie teuer der ist, sondern das ist halt schon genau abgestimmt. So, und jetzt muss man sich halt selber spritzen. Beziehungsweise muss man nicht, sondern, aber ich mache das jetzt einfach mal. Man muss es nicht selber machen, also wer jetzt Probleme hat, sich selber eine Spritze zu geben, das braucht halt ein bisschen Überwindung. So, man knöpft jetzt aber den Bauch auf, ja, davon habe ich ja viel, desinfiziert das nochmal. Also solltet ihr damit Skrupel haben oder sowas, euch selber zu spritzen, weil es wirklich morgens und abends macht, dann fragen die einen auch, ob man entweder wen hat, der das für einen machen kann und wenn nicht, bieten die einem sogar an so einen Pflegedienst, dass die dann quasi kommen und euch die Spritze verabreichen soll. Das desinfizieren wir hier nochmal. Und den ganzen Tag geschwitzt. Und dann nehmt ihr die Spritze. Ne, nehmt euch da so ein bisschen Bauch. Wie gesagt, ich habe da viel von. Und jetzt wird es ein bisschen kurz pieksen. Am Anfang braucht es halt echt ein bisschen Überwindung. Aber wie gesagt, ich muss jetzt 2 Spritzen morgens und abends 4 Tage lang. Das geht dann schon. Zack, rein. Vorsichtig. Und vorsichtig jetzt auch nochmal reinspritzen das Ganze. Ja, aber es kribbelt ein bisschen am Anfang, ja, nicht immer, aber das ist dieses Citrat, ne, deswegen auch langsam nach. Nehmen wir mal die Hand weg, so. Wie so ein Junkie im Hotelzimmer mit der Spritze. Und jetzt wieder raus. Und das Ganze mit der zweiten Spritze in meinem Fall eben nochmal. So ist das ganze Prozedere, wie gesagt, das
sind schon nicht ohne die Nebenwirkung. Da ich jetzt aber pennen gehe, werde ich davon zum Glück nichts mehr mitbekommen. Und dann geht es halt morgen früh zur Spende. Und da zeige ich euch natürlich auch nochmal, wie das Ganze abläuft. So Leute, ich liege jetzt hier, wie man sieht, Stammzellenspende im Blutspendezentrum und darf jetzt hier für 3, im schlimmsten Fall 5 Stunden an dieser Zentrifuge angeschlossen liegen. Das sieht man da vorne vielleicht. Das heißt, linker Arm geht's Blut raus, rechter Arm geht's wieder rein, zusammen mit ein bisschen Zitronensäure bzw. Citrat in dem Fall. Und dann hoffen wir mal, dass der Stammzellenwert auch stimmt. Im Prinzip wurde mir jetzt auch nochmal Blut abgenommen. Das wird dann nochmal untersucht nach dem Stammzellengehalt, damit wir auch wissen, wie lange wir hier zentrifugieren müssen. Und wie man sieht, mir geht es heute ziemlich gut. Ich musste mich heute nicht mehr spritzen. Mit Paracetamol funktioniert das Ganze auch. Also man muss keine Angst davor haben, man liegt jetzt hier. Wird auch sehr gut behandelt, muss man sagen. Also die Leute sind super nett und selbst wenn es juckt, ich kann mich jetzt nicht selber jucken oder irgendwas haben möchte, dann braucht man einfach nur Bescheid sagen. Kann hier Fernsehen gucken, DVD gucken, alles machen. Von daher, ich kann es nur jedem empfehlen, lasst euch einfach registrieren und dann kriegen wir die Scheiße schon in den Griff. So Leute, wie man sehen kann, ich habe es überlebt. Mir geht's super soweit. Eigentlich schon am Tag der Spende geht es einem deutlich besser, einfach weil man sich an dem Tag schon keine Spritzen mehr geben muss. Und man ist ein bisschen gerädert an dem Tag selber noch, einfach wegen der Spende und weil ich dann selber noch ein bisschen unterwegs war auf der Autobahn, wieder nach Hause gefahren bin. Man hat aber auch die Option, einfach einen Tag länger zu bleiben, wenn man sich erholen möchte. Denn am nächsten Tag, also direkt der Tag nach der Spende, geht es eigentlich einem schon, als wäre nichts gewesen. Also man hat keine bleibenden Schäden oder sowas. Was man auch noch erwähnen kann, ist einfach nochmal großes Dankeschön auch ans DRK, Deutsche Rote Kreuz. Egal ob bei Voruntersuchung oder bei Spende, es ist halt eine Person, die wirklich dafür abgestellt ist. Die macht den ganzen Tag nichts anderes, als für dich da zu sein. Die hat keine andere Aufgabe, die ist nur für dich da. Dir wird quasi jeder Wunsch erfüllt. Ich meine, Hotel, Anreise und so musst du auch nicht bezahlen. Man kriegt sogar nochmal ein kleines Dankeschön, kann dann später auch noch zu Spendenveranstaltungen gehen, kriegt eine Urkunde oder so, aber das ist ja nicht der Grund, warum man es macht. Also man wird halt wirklich krass gut behandelt. Also es geht sogar so weit, dass sie dich am Tag nach der Spende anrufen und fragen, ob du gut nach Hause gekommen bist. Vielleicht wollen einige wissen, wie es jetzt ausgegangen ist. Dürfte ich den Empfänger kennenlernen? Die Antwort ist nie, darf man nicht. Nach 2 Jahren, wenn die andere Person auch möchte, hat zum einen mit Datenschutz zu tun und zum anderen kann es immer mal wieder sein, dass die Person das vielleicht nicht anschlägt, dann brauchst du nochmal eine Spende und dann wäre es natürlich auch doof. Ja, es gibt leider auch sehr viele blöde Menschen auf dem Planeten, die dann so nach dem Motto sind, hey, ich habe dir gespendet, du hast Kohle, gib mal was oder so. Also von daher ist das halt auch so ein Schutz, dass man sagt, nach 2 Jahren frühestens, wenn die andere Person das auch möchte, dass man sich dann kennenlernen kann. Was ich erfahren habe, ist halt das Geschlecht der Person und wo sie halt herkommt. Ich konnte der Person zumindest auf jeden Fall eine Grußkarte mitgeben, wo ich natürlich nichts über mich verraten durfte. Das habe ich auch gemacht. Entsprechend kann ich euch auch nicht sagen, was drin steht, damit man da keine Rückschlüsse zuführen kann. Ich darf nach 3 Monaten erfahren, ob es geklappt hat, ob es gut verlaufen ist. Und wie gesagt, den Rest dann nach 2 Jahren ist halt auch eben vernünftig. Und glaube ich, habe ich eigentlich oder hoffe ich, dass ich im Prinzip alles zum Thema Spende erwähnt habe, gesagt habe und alle eure Fragen beantworten konnte und dass ihr euch natürlich fleißig registriert. Ich habe in der Beschreibung auf jeden Fall ein paar Links für euch, falls euch das Thema interessiert, dass ihr euch da selber nochmal einlesen könnt oder entsprechend auch eben registrieren könnt. Und wenn ihr sonst noch Fragen habt, dann gerne raus damit in die Kommentare. Dann schaue ich, dass ich möglichst alle diese Fragen beantworte zu diesem Thema Knochenmarkspende bzw. Stammzellenspende. Wir sehen uns.